Das heißt, ich versuche die Phänomene nicht zu unterteilen, sondern die Phänomene aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Die Phänomene bleiben aber ganzheitlich. Also was immer ein bisschen deutsche Denktradition ist, wir versuchen die Welt in Kästchen einzuteilen. Und wir haben am ESB eine Gegenmetapher dazu, die Welt ist die eine Welt. Und wir versuchen, statt aus der Welt Kästchen zu machen, verschiedene Scheinwerfer aufzuhängen, um im Lichte dieser Betrachtungen auf eine und dieselbe Welt zu gucken. Und dadurch bleibt die Welt beieinander und wir unterhalten uns über Perspektiven und was wir aus den unterschiedlichen Perspektiven sehen und nicht, wie die Welt wirklich eingeteilt ist. Also das ist von daher wichtig, dass wir da in eine Metaperspektive gehen, wenn wir eine neue Programmbildung brauchen. Klassisch in der TA haben wir ja die Perspektive der Persönlichkeit und die Perspektive der Beziehung. Hinzufügen möchte ich die Perspektive der Wirklichkeitskonstruktion, also inwiefern das, was da gerade geschieht, Ausdruck von Wirklichkeitsverständnissen ist und inwiefern das Wirklichkeit schafft. Das ist nochmal eine ganz eigene Betrachtung, die anders ist als die Frage, wie ist das Ausdruck von Persönlichkeit oder wie ist es Ausdruck dieser direkten Beziehung. Aber das Geschehen ist das Gleiche. Und die vierte Perspektive ist die der Entwicklung, also wie sehe ich das von Herkunft her und wie sehe ich das bezogen auf die Hinkunft. Da habe ich ein Wort von Martin Walzer drüber gesetzt. In der Nachfolge setzt sich gern das Vokabular durch, aus Erfahrung wird Dogma. Dazu habe ich schon einiges gesagt. Es ist immer die Gefahr, dass aus Erfahrung Dogma wird und die Aufgabe für uns Lehrer und Radierer ist, Erfahrung so zu fassen, dass Prinzipien herauskristallisiert werden, aber daraus keine Lehrsätze werden, sondern die Fähigkeit, mit diesen Prinzipien eigene Erfahrungen zu machen und die dann wieder neu in Prinzipien zu fassen. Mein Anliegen ist von daher auch, die Transaktionsanalyse aus ihrer Entstehungsgeschichte herauszulösen. Das ist nämlich Psychotherapie, weil vieles von dem, was die Transaktionsanalyse bieten kann, überall verwendet werden kann. Aber dazu muss es von den automatischen Implikationen, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein normales Ich-Zustandsmodell verwende, ist immer Kindheit anwesend und sind immer Elternfiguren anwesend. Das ist für Psychotherapie vielleicht in sehr vielen Fällen nützlich, aber auch da nicht immer. Aber für viele andere Anwendungsbereiche ist das einfach keine relevante Frage. Und deswegen darf ich nicht, muss ich mit einer Oberfläche arbeiten, die mir nicht zwangsweise bestimmte Arten zu sehen und zu arbeiten, wie ein Kuckucksei ins Nest legt, dass ich damit immer irgendwie mich arrangieren muss, sondern dass ich wirklich frei bin, was anders zu machen. Ja, das habe ich vor kurzem durch eine Google-Suche zufällig entdeckt. Das schmeichelt mir, deswegen will ich das ganz kurz deutlich machen. Es gibt eine Doktorarbeit, Robert Bauer, Sokratischer Dialog als hypnosystemische Teilearbeit. Der hat sich eben mit der Frage, auch mit Gunter Schmidts Arbeiten solchen beschäftigt, inwiefern man Persönlichkeit mit Teilearbeit arbeitet. Und der hat sich eben auf meine vielen Versuche, die TA in der Hinsicht umzumodellieren, bezogen und hat mich gelobt, so empfinde ich das, indem er geschrieben hat, therapiegeschichtlich zeichnet sich der Versuch ab, die Transaktionsanalyse für eine systemisch-prozessuale Sichtweise zu öffnen und sie aus unreflektiert übernommenen psychoanalytischen Denktraditionen zu befreien. Und das trifft es, genau das habe ich vor. Habe ich jetzt schon mal gesagt, also nicht additiv. Viele Schulen neigen dazu, die Transaktionsanalyse auch, die bauen einfach dann immer an, anstatt mal die Architektur vom Gebäude zu verändern. Also wenn man merkt, okay, Skript gibt es nicht nur pathologische, sondern es gibt auch die Skriptidee, dass da was Gutes bei rauskommt, also bauen wir Good Scripts an. Also, oder es gibt nicht nur Bad Games, es gibt auch Good Games.
Das wäre diese Anbaumethode. Ich sage, lass uns einen Schritt zurückdrehen und sagen, Spiele sind eine gemeinsame Wirklichkeitsgestaltung. Die können gut oder schlecht sein. Also ich baue da nicht an, sondern formuliere ein übergeordnetes Prinzip. Ich möchte, dass es nicht nur praktisch verwirklicht wird, was viele TA-Kollegen tun, da wird viel Gutes gemacht, sondern dass es programmatisch auch gefasst wird, was praktisch da ist. Ja, und von daher ergibt sich das von selbst, ist es ein kreativer Ansatz. Das heißt, wir dürfen neu schöpfen, zum Beispiel, wenn wir zu den Lebensentwürfen kommen, an den Lebensentwürfen. So, damit komme ich zur Pause gleich, glaube ich, nach diesem Chart. Also es geht um eine Neufassung von TA aus einer systemischen Perspektive. Das ist zum Thema der Konzeptionalisierung, da werden wir viele Beispiele haben, aber auch zur Methodik. Daraus entsteht so etwas wie eine Metaprofessionalität. Ich habe versucht, das an diesem Kochbuchbeispiel zu machen. Auch die Bereitschaft, professionell zu sein, ohne zu sagen, ich arbeite mit Regression, ich arbeite mit einem bestimmten Persönlichkeitsmodell, sondern Professionalität so zu fassen, es anders zu definieren und zu sagen, es gibt ganz viele Varianten, in denen ich Professionalität zeigen kann. Es geht mir darum, ein gesellschaftsbezogenes Menschen- und Wirklichkeitsbild zu entwerfen, was die Psychotherapie zumindest, die sich in der TA hauptsächlich niedergeschlagen hat, einfach nicht hinreichend tut. Es geht von daher auch um eine andere Art von Identität als Transaktionsanalytiker. Ich habe früher mal provokativ gesagt und auch geschrieben, wenn einer fragt, wann bin ich denn Transaktionsanalytiker, habe ich gesagt, dann, wenn du deine Arbeit besser machst. Und es ist schön, wenn du es auch noch konzeptuell in TA-Konzepten fassen und mit einer guten Auseinandersetzung mit TA-Vorgehensweisen kombinieren kannst. Von daher glaube ich, dass die Neufassung der TA einhergehen muss mit der Neufassung eines und Weiterentwicklung eines Weiterbildungssystems. Also wenn es gesellschaftlich wirksam sein soll, ist es unbedingt notwendig. Und das ragt wieder in die Verbandspolitik hinein. Ja, und von daher denke ich, dass diese Auseinandersetzung mit der Transaktionsanalyse auch ein Beispiel dafür ist, wie sich gesellschaftlich Verbände und Schulen entwickeln. Die klassischen Schulen lösen sich ja auf. Also die Schulen alter Art, die sich nach Menschen- und Weltbildern orientiert haben. Also Ich-Psychoanalyse, Ich-Psychosynthese, so stelle ich mir den Menschen vor und alles andere leite ich daraus ab. Wir sind ja, heute entwickeln sich ja in unserem Bereich Verbände nach ganz anderen Sortierkriterien. Ich beschäftige mich mit Top-Management, also über die Kundengruppen, oder ich beschäftige mich mit der Entwicklung von Organisationen. Und dazu hole ich mir dann aus den klassischen Schulen zusammen, was immer ich brauche, finde es auch richtig und notwendig, dass neue Arten von Verbände entstehen, weil die klassischen Verbände, die belasten auch die Gesellschaft in einer Weise, weil die einfach sich aus ihrer Logik heraus ausbreiten und die anderen haben dann das Transferproblem in die Ganzheitlichkeit unseres Lebens. Und es entstehen jetzt neue Verbände, die auf neue Weise sich auf die Ganzheitlichkeit des Lebens orientieren, indem sie bestimmte professionellen Gruppen, bestimmte Bereiche der Gesellschaft adressieren und holen sich dann aus allem anderen die Dinge so zusammen, wie man sie dafür brauchen kann. Und da ist auch eine gesellschaftliche Entwicklung in Gang, in der wir auch mittendrin stecken, also dass das ISB und das Netzwerk und der Coachingverband und was wir nicht alles haben, jetzt entstanden sind und dass die klassischen Psychotherapieschulen im Niedergang sind, viele Psychoanalyse-Ausbildungsinstitute keine Kandidaten mehr finden, auch ausgehöhlt aus der Psychotherapiesphäre heraus selbst, wenn ich an die Grabe-Ansätze denke, die einfach eine nicht klassisch schulengebundene Psychotherapieforschung und Konzeptionalisierung entwickelt hat, jetzt ergänzt durch die gehirnwissenschaftliche Beschreibung von Problemen und Entwicklungen. Da wird auch einfach eine bestimmte Art, Verbände zu konstellieren, untergehen und neue entstehen. Und wir müssen aufpassen, dass wir aus diesem Vergehen und Werden was lernen.
Nicht, dass wir die Neuen jetzt wieder genauso dogmatisch machen. Und davor ist niemand gefeit. Ich bin ja als Systemiker. Die Systemiker haben immer gedacht, sie haben die Modernität gepachtet, weil ich systemisch, was Moderneres gibt es gar nicht. Und haben dann zum Teil in ihrer Verbandstradition Dogmata entwickelt nach einer Zeit, die genauso starr und dämlich waren, wie die, wo sie immer gesagt haben, da sind wir jetzt aber viel besser. Wie lange das gebraucht hat, dass man in systemischen Gefilden, statt alles im Beziehungszusammenhang zu sehen, auch wieder innerseelische Zusammenhänge adressieren durfte, ohne dass man verdächtigt wurde, dass man in die alte Innerlichkeit zurückgefallen ist, hat auch ziemlich lang gedauert. Also wir müssen immer wach sein, dass aus Erfahrung nicht Dogma wird. Und egal wie modern das heißt, das schützt überhaupt nicht vor rigider Entwicklung. Das war jetzt mal der erste Streich. Und ich habe es mit ein bisschen Verspätung beinahe geschafft. Ich wünsche uns eine gute Pause. Wann machen wir weiter? Wir haben eine Stunde nachher noch bis zum Mittagessen. Aber jetzt brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Zeit. 20 Minuten? Okay, dann pünktlich um 12 für eine Stunde. Es ist eigentlich, mir ist jetzt kein Witz eingefallen, kommt ja vielleicht noch. Ich habe auch noch Sketche, gute, auf DVD da, die ich früher viel gezeigt habe, vielleicht zeige ich ein bisschen was davon. Aber eine kleine Geschichte wie zum Problem der Verständigung und des Bezugsrahmens. Wir saßen auf Mount Madonna, das war dieser Hügel, auf dem Bob und Mary Goulding ihr Therapiezentrum hatten. Ich weiß es gar nicht, irgendwo südlich von San Francisco. Da habe ich 14 Tage Weiterbildung gemacht, man hat dort schlafen können. Es war wunderschön und da saß ich mit der Freundin oder Frau von Wen Joins zusammen, einer der Autoren, Wen Joins, Nian Stewart, im Kreis. Ich glaube Shirley hieß sie, bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat sie irgendeine Story erzählt and she talked about ants. Ich sagte, what did you say, please? Dann sagte sie, ants. Oh, I don't understand. Ants! I still don't understand. Ants! Ich habe ihr dann, nachdem sie sich wieder beruhigt hat, versucht klarzustellen, dass ich nicht schwerhörig bin, sondern das Wort nicht kenne. Das heißt Ameisen, für die, die vielleicht auch nicht kennen. Seither weiß ich, was Ameisen sind, und zwar auf jedem Lautstärkeniveau. Ja, also so ist es manchmal. Manchmal sind Kommunikanten sehr widerständig, wenn derjenige, der kommuniziert, vielleicht nicht ganz versteht, worin das Problem der Kommunikation ist. Aber sie war nicht psychoanalytisch unterwegs, hat mir das also nicht gedeutet. Gott sei Dank. So, ich fange jetzt mit der Perspektive der Persönlichkeit an und ich habe das in zwei größere Bereiche eingeteilt. Der erste Bereich sind jetzt einfach die Modelle, die Verständnisse von Persönlichkeit und was die implizieren und welche Konsequenzen die haben. Da hatte ich ja einige Probleme damit und ich habe ja das Persönlichkeitsmodell dann irgendwann ausgeweitet in das Rollenmodell. Und diesen Übergang möchte ich auch markieren, und wofür das gut ist. Aber zunächst mal einfach klassisch bei dem Persönlichkeitsmodell der Transaktionsanalyse. Ich werde in einem zweiten Teil, vielleicht nicht direkt danach, vielleicht machen wir heute Nachmittag erstmal Intuition, aber in einem zweiten Teil werde ich dann die Persönlichkeitsperspektive von Records und Skript und Lebensentwürfe nochmal extra abhandeln, weil das ist ein zu großes Thema. Das kann ich nicht in einer Runde und schon gar nicht jetzt in den verbleibenden 55 Minuten machen. Ich weiß nicht, ob wir, um eins sollen wir beim Essen sein, gell? Más o menos. Ich guck mal, ob wir damit durchkommen, sonst unterbrechen wir einfach und machen den Rollenteil dann heute Nachmittag. Ja, also es geht
in Erinnerung daran, nicht um die Persönlichkeit, weil das als Gegenstand gibt es das nicht, sondern um eine Betrachtung von Geschehnissen und Menschen aus mit Konzepten der Persönlichkeit. Ich werde euch damit vielleicht ein bisschen nerven, aber es ist wirklich ganz wichtig, dass wir immer sehen, dass es eigentlich unsere Schemata sind, die wir miterzählen und gar nicht die Eigenschaft der Gegenstände. Der Beziehung bin ich so richtig klassisch systemisch unterwegs. Also wir betrachten Persönlichkeit, das tut die Transaktionsanalyse, ja als ein System von Teilpersönlichkeiten. Ich habe in einem der letzten Blogs, falls ihr noch nicht Blogleser seid, kann ich das empfehlen, habe ich einen Blog geschrieben, der heißt Mit sich selbst auf Du und Du. Und da habe ich erzählt, dass diese Idee der Teilpersönlichkeiten manchen Menschen entgegenkommt und die Transaktionsanalyse kommt damit sehr vielen entgegen, manchen aber auch nicht. Ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, die mit der Idee der Teilpersönlichkeit nicht gut umgehen können. Ich habe da erzählt von einem Kollegen Patrick, der Pool spielt und der sagt so, jetzt aber los. Und dann spielt er und sagt, Mensch, so ein Blödsinn, du musst gerade stehen. Aber naja, geht nicht so gut, aber ich probiere es nochmal. Patrick ist aber allein auf dem Platz. Ja? Und da sieht man sofort, da ist sozusagen ein inneres Team, wie Gunter Schmidt es sagen würde, oder eine Versammlung von Teilpersönlichkeit, die nicht nur innerlich irgendwie zusammen agieren, sondern die so richtig nach außen laut ausgesprochen dramatisch sind. Das ist natürlich prima, dass wenn ich dann Zahnweh habe, begebe ich mich in den Teil, der von außen zuguckt und der keinen Zahnweh hat und der andere hat dann Zahnweh. Wenn ich das kann, ist das natürlich super. Man muss auch sehen, dass diese Konzeptualisierung von Persönlichkeit als Teilpersönlichkeit manchen entgegenkommt und manchen nicht. Ich zum Beispiel, ich bin immer ich. Ich kann gar nicht mich denken in Diskussion mit mir. Aber wenn ich Zahnweh habe, tut es auch immer mir weh. Ja? Und also diese Metapher dieser Teilpersönlichkeiten finde ich in meinem Selbsterleben gar nicht wieder. Trotzdem fand ich das Arbeiten mit Teilpersönlichkeit und dass man auch innere Zusammenspiele von Prozessen als innere Kommunikation von Teilpersönlichkeiten und deren Balanceakte und Ausgleichsmöglichkeiten beschreiben kann, damals sehr charmant. Und ich habe gerne als Anwender damit gearbeitet, aber auf mich selbst angewendet habe ich da nie was mit anfangen können. Du sprichst auch nicht mit dir, oder? Nein. Okay. Die Frage war, ob ich nicht auch nicht mit mir spreche. Nein, ich spreche nicht mit mir. Ich bin... Also, das ist jetzt nicht sozusagen grundsätzlich beziehungsmäßig gemeint, sondern mehr in der Art der Ausführung. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die Art, wie ich merke, wie es in mir ist und wie es in mir zusammenkommt, würde ich eher körperlich beschreiben. Das ist eher etwas, was den Rücken hochzieht. Also es ist ein ganz anderes Modell. Ich brauchte wahrscheinlich, also wenn ich das wiederfinden sollte, wie ich erlebe, wie es sich in mir organisiert, brauchte ich eher irgendwelche Metaphern aus der Körpertherapie vielleicht oder aus dem Focusing von Gentlin oder irgend sowas. Also die Metaphern der Kommunikation von Teilpersönlichkeiten eignet sich für mich persönlich nicht besonders, um mich direkt wiederzufinden drin. Und es ist mir auch wichtig, dass man auch das berücksichtigt, dass man nicht selbstverständlich glaubt, und vielleicht sind das die Leute, das weiß ich jetzt nicht, aber die eine Vorliebe haben, weil für sie die Sache mit den Teilpersönlichkeiten stimmt. Und dann geht es wie bei den Ants. Ne? Sagen, ja, aber du redest doch mit dir. Wirst du nicht? Bin ich psychotisch oder was? Also ganz wichtig, dass wir auch da sehen, das ist eine Stilfrage und dass wir respektieren, dass Menschen vielleicht ganz andere Arten von Metaphern brauchen, um sich gespiegelt zu fühlen und sich zu sehen, dass wir das immer offen lassen sollten und nicht davon ausgehen, dass das irgendeine Art von Widerstand gegen etwas ist, was doch selbstverständlich so sein müsste. Das werde ich gleich auch noch an ein paar Schaubildern zeigen. Also ursprünglich war diese Aufteilung in Teilpersönlichkeiten, wie ich das vorher dargestellt habe,
lediglich als eine pragmatische Version der Psychoanalyse gedacht. Man hat also nicht mehr analysiert, sondern konkret geredet, hat sich das vorgestellt, bezogen auf frühere wirkliche Situationen, real-life situation and real people, und hat dann gesehen, und die Intuition hat mir gesagt, da agiert jemand wie ein Achtjähriger. Und da kann man ja enorm intuitiv sein. In meiner therapeutischen Zeit habe ich da manchmal Treffer erzielt, das ist unglaublich. Ich erinnere mich einmal, also was man da wissen kann, einmal in meinem Leben habe ich mit einer Teilnehmerin um eine Tafel Schokolade gewettet. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber die ist voll in ihre Kindheit abgefahren, weil um eine Tafel Schokolade und wer da wem was zu geben hat, hat sich ein ganzes Familiendrama entfaltet. Und da fragt man sich dann schon, woher, wie kam ich auf die Idee an der Stelle, um eine Tafel Schokolade zu wetten. Ich esse selbst praktisch kaum Schokolade, jetzt esse ich öfter mal. Und zu der Zeit überhaupt nicht. Und tack, war die Schokolade da. Also es gehört zu den Mysterien, woher wir da manchmal Szenen, Fantasien haben. Und es ist auf jeden Fall gut, die zuzulassen, weil man damit jemandem auch manchmal enorm helfen kann, Weltenbezüge herzustellen, die er für sich selbst nicht hinreichend macht. Bern war ja ganz Psychoanalytiker und hat dann dieses System einfach verwendet, um verschiedene Persönlichkeitsteile, Erfahrungssphären in der Person aufeinander zu beziehen. Als Psychoanalytiker hat man ja die Grundidee, dass jemand in seiner gegenwärtigen Lebensbewältigung, Arbeiten, Beziehung haben, dadurch beeinträchtigt ist, dass er in seiner Geschichte belastende Erfahrungen gemacht haben, die zu einem Muster geworden sind, wo die Vielfalt der Erlebens- und Verhaltensmöglichkeiten eingeschränkt sind und die einen auch nicht mehr loslassen, wo man an einem Thema immer wieder gleich dran arbeitet und deswegen es reinszeniert in der Hoffnung, irgendwie dann doch mal aus der Sache rauszukommen. Also die Idee ist, die volle Wirklichkeitstüchtigkeit heute ist beeinträchtigt durch schwierige Erfahrungen in der Vergangenheit, die sich nicht ausgewachsen und geheilt haben, sondern die noch irgendwie blockiert im Kreis drehen. Und wenn das angestoßen ist, dann kommt das wieder. Und wenn man so denkt, ist es natürlich hochinteressant, das zu identifizieren, zu versuchen, das außer Kraft zu setzen, wie auch immer, weil der Mensch dann zu mehr Möglichkeiten befreit ist und nicht immer wieder diese Wiederholung von neurotischen, traumatischen Erlebnissen machen muss. Also das Problem ist nicht, dass eine schwierige Vergangenheit da ist, wer hat die in irgendeiner Weise nicht, sondern das Problem sind die daraus erwachsenen schematischen Einschränkungen der Wirklichkeitswahrnehmung, des Erlebens und Verhaltens. Und dass man, weil es mit emotionalen Belastungen besetzt ist, sich dem Teil der Welt, in dem das angerührt wird, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen sollte, auch verweigert. Und das ist das, was die Psychoanalytiker Abwehr nennen. Also Abwehr ist nicht sich gegen wehren, sondern Abwehr ist einen bestimmten Teil der Wirklichkeit sich nicht aussetzen wollen. Das ist die primäre Abwehrfunktion. Und das ist den meisten ja wahrscheinlich vertraut, aber das muss man eben wissen, wenn man sieht, wie Byrne dann Heilung versucht hat. Und zunächst dienten die ersten Versuche, Teilpersönlichkeiten zu identifizieren, eigentlich dazu, mit dem Klienten sich darüber zu unterhalten, wer damals beteiligt waren bei solchen schwierigen Belastungen und wer da welche Meinungen, Haltungen, Botschaften und Einflüsse geltend gemacht hat und welche emotionalen Konsequenzen das für den Menschen hat, die in ihm abgespeichert sind, sodass das wieder kommunikabel, wieder in eine Real-Life-Situation übersetzt werden kann, sodass man sehen kann, aha, es hätte auch anders gehen können, um auf diese Weise eine Lösung dieser Erfahrung möglich zu machen. Und da wollte der Byrne einfach zunächst mal nur das als Illustration von Intuition, um was für Szenen es sich handelt und wer dort zugange war und wie das zusammengespielt hat,
die Ich-Zustände verwenden. Sonst war das zu gar nicht mehr gedacht. Ich mache vielleicht das nächste Chart zuerst, das habe ich nämlich nachträglich noch gefunden. In diesem Buch, das dürfte 1957 sein, wo zum ersten Mal Kringel auftauchen in den Aufsätzen von Burns. Und da tauchen auch zum ersten Mal solche Illustrationen auf. Und interessant finde ich die Illustration rechts, wo er sagt, okay, der Mann ist Rechtsanwalt, ringt mit einem Problem als Rechtsanwalt, zwischendrin erlebe ich ihn agieren wie ein Kind. Ja? Und dann definiert Byrne praktisch einen Ich-Zustand Rechtsanwalt und einen Ich-Zustand Kind. Und damit ist er eigentlich, hat er dort angefangen, wo ich mit dem Rollenmodell heute aufgehört habe. Dass er nämlich sehr wohl gesagt hat, das ist nicht nur eine Sache der Privatpersönlichkeit, sondern es können ganz auch professionelle Weltbezüge sein, die sich in diesen Teilpersönlichkeiten zeigen. Und da merkt man, da mischen sich Dinge ineinander, die in dieser Mischung nicht gut tun. Und diese Mischung, die man da rechts hat, also diese Überlappung dieser beiden Kreise, das ist dann das, was man Trübung nennt. Da komme ich später nochmal drauf. Und der Zweck der Sache ist, dass man sortieren kann, was wohin gehört, damit das Kind Kind sein kann und der Rechtsanwalt Rechtsanwalt sein kann und nicht das Kind wie ein Rechtsanwalt agiert oder das Rechtsanwalt wie ein Kind oder zwar wie ein Rechtsanwalt denkt und wie ein Kind fühlt oder wie ein Kind denkt und wie ein Rechtsanwalt fühlt oder wie auch immer. Also man hat irgendeine Vorstellung, es wäre gut, dass Dinge, die in sich ein geschlossenes und abgetrenntes Organisationssystem sein sollen, nicht unkontrolliert sich durcheinander mischen sollten, weil das Verwirrung stiftet bei einem selbst und in der Welt draußen. Das ist der Grundgedanke. Und in dem linken Schaubild dazu hat man eben Familienkonstellationen. Typische bürgerliche, westlich-bürgerliche Familienkonstellationen, muss man dazu sagen, sich ausgedacht. Da gibt es also Vater, Mutter und Kind. Und derjenige, der mir gegenüber ist, der hat also Eltern gehabt, die das. Und manchmal redet er wie seine Eltern. Und dann ist er aber auch manchmal der Erwachsene, der er geworden ist, wo er nicht die Kopie von damals ist. Und manchmal rutscht er in das, was er früher war, rein. Und das kann mal nett und hilfreich sein und manchmal schwierig und belastend. Besser ist also, man trennt es und hat dann deswegen auch zum ersten Mal diese Dreier-Einteilung, die natürlich eine Ähnlichkeit an die Ich, Es und Über-Ich psychoanalytische Modell hat, nur eben nicht als abstrakte Kräfte, wie in dem Modell Ich, Es und Über-Ich, sondern als real people. Und zunächst war ein Ich-Zustand auch nicht definiert mit einer bestimmten Person, sondern einfach a state of mind, also eine geistige oder seelische Verfassung. Und wenn man so allgemein das nimmt, dann können wir uns da heute ruhig gut anschließen. Ich bin manchmal in einem schläfrigen State of Mind oder in einem poetischen State of Mind. Oder jetzt bin ich gerade in diesem erklärenden, darstellenden State of Mind. Man könnte sich da je nach Beschreibungszweck beliebige Arten von State of Minds vorstellen und würde das dann ganz pragmatisch entscheiden, dass man solche State of Minds definiert, die man im Moment sinnvollerweise für die Arbeit, die man tut, auch brauchen kann. Also zum Beispiel könnte man bei einem Chef sagen, der braucht ein State of Mind als Sanierer, wenn er eine Organisationsneupositionierung machen muss, und er braucht ein State of Mind als ein sozial verantwortlicher Mensch. Und das sind zwei verschiedene Arten zu denken, zu fühlen, sich zu verhalten. Und das muss jetzt mit der persönlichen Geschichte des Privatlebens dieses Menschen erstmal gar nichts zu tun haben. Also man kann das, was wir dann später als Funktionsmodelle auch so benutzen, in dieser ursprünglichen Definition von State of Mind sehr wohl unterbringen. Also er war da noch ganz generalistisch. Und hat es dann versucht, ein bisschen zu operationalisieren, wie ich das ja auch gerade getan habe. Das sind relativ kohärente Systeme von Einstellungen, Gefühlen
und korrespondierenden Verhaltensweisen. Also auch da sieht man schon wiederum die Präferenz, dass zuerst von den Gefühlen und von den Einstellungen die Rede ist. Und dann gibt es noch eine Art von Umsetzung in Verhaltensweisen. Das war also eine Sichtweise, die ganz von inneren Prozessen her gedacht hat. Und Verhaltensweisen sind die Umsetzung innerer Prozesse. Das ist so mechanisches Denken. Ich baue erst ein Uhrwerk und dann bringe ich es zum Laufen und dann hört man es ticken. Und das ist ja generell das Maschinenzeitalter-Denken und die gleiche Art von Denken, aber mit biologistischen Metaphern im Hintergrund, das halt damals vorherrschend war und mit dem wir heute auch immer noch zu tun haben. Ja, und wenn man dann fragt, okay, wie zeigt sich eigentlich jemand nach außen, dann beschäftigt man sich mit funktionalen Ich-Zuständen. Also, wenn man strukturell, da komme ich gleich näher drauf, wenn man strukturell denkt, sagt man, er ist jemand im Eltern-Ich, dann sagt man, aus ihm spricht eine Elternfigur. Wenn ich von der ich nenne das Herkunftsmodell. Wenn man von der Ausdrucksqualität spricht, sagt man, er spricht elterlich. Jetzt haben die Transaktionsanalytiker ein theoretisches Problem gehabt, sie sind aus diesem Uhrwerkmodell nicht rausgekommen. Die haben immer gesagt, wenn jemand elterlich spricht, muss auch eine Elternfigur im Hintergrund sein. Ja, und deswegen haben die gesagt, das Funktionsmodell ist das Strukturmodell in Aktion. Haben sich aber damit ein Riesenproblem eingehandelt. Weil oft genug kann jemand sich elterlich verhalten aus dem Erwachsenen-Ich heraus, weil das gegenwärtig angesagt ist, elterliches Verhalten. Das, wenn er als Weise aufgewachsen ist und hat gar keine Elternprogramme dafür gespeichert, kann das einfach seine Art von elterlich sein, die auf dem Laufenden ist, würde strukturell dem Erwachsenen nicht zugerechnet. Oder es kann ein kindlicher Versuch sein, fürsorglich zu sein. Dann kann man die Qualität fürsorgliches Eltern-Ich nicht strukturell dem Eltern-Ich zuordnen. Die sind aber nie davon losgekommen zu sagen, das ist ein theoretischer Fehler. Das eine ist Struktur, ist eine ganz andere Art von Betrachtung. Das andere ist Ausdrucksqualität. Und ob man das zueinander beziehen kann, kann man manchmal kann man es nicht. Muss man auch nicht. Das macht man nur auf spezielle Anforderungen, wenn ich eine ganz spezielle Zusammenhangshypothese habe. Wenn nicht, arbeite ich einfach mit Ausdrucksqualitäten. Und da hat die Szene, soweit ich weiß, nie wirklich gültig Ordnung geschaffen. Zu sagen, die beiden Sachen sind eigentlich zwei verschiedene Scheinwerfer, die manchmal sehr gut interagieren. Das habe ich gerade schon aufgezeigt. So will ich euch jetzt kurz sagen, das, was man die Strukturanalyse der Persönlichkeit, also das Strukturmodell, sagt, wie das dann zustande kommt. Ich habe es implizit gerade schon gesagt, ich habe hier ein Schaubild gemacht, in meinem ersten Band, den habe ich jetzt gar nicht mitgebracht. Ihr findet, wo ist der Wind, wenn er nicht weht? Meine Tochter hat damals gesagt, in Papas Hose, aber das ist nur inoffiziell für euch. Da ist das drin und der Vorläufer war ja so ein selbst herausgegebenes Manuskript, systemische Transaktionsanalyse. Da habe ich das versucht, nochmal klar zu machen. Bernhard übrigens am Anfang, wenn er theoretisch gesprochen hat, nicht von Gestalten, von personifizierten Gestalten gesprochen. Theoretisch hat er am Anfang von einem System gesprochen. Also parallel zu diesem recht abstrakten Begriff der Ego States, als State of Mind. Und es gibt ein System von State of Minds, die jemand, und deswegen nenne ich das Herkunftsmodell, die jemand bezieht aus den Kopien, die er sich innerlich abgelegt hat von elterlichen Bezugspersonen aus seiner Geschichte. Diese Kopien, die er da abgelegt hat. Und wenn man elterlich jetzt sehr weitgehend sieht, heißt, sind es ja so, Eltern repräsentieren ja, je kleiner das Kind ist, repräsentieren für das Kind die Welt. Ja? Das heißt, es sind auch die abgelegten Kopien, wie die Welt zu sehen ist, aus der Sicht der Elternfiguren, die für einen so maßgebend und wichtig waren. Und wenn ich, angenommen, ihr würdet das, was ich sage, mein Weltbild, jetzt im Moment nicht durchkauen, zu eurem machen,
nehmen, verwerfen, abwandeln, sondern ich würde einmal sagen, hat er Bernd Schmidt gesagt, hat er bestimmt recht, erzähle ich jetzt auch. Dann, oder auch die Gestimmtheit, die Gestik, was da alles mit einer Rolle spielt, dann würdet ihr das in, das in euer exteropsychisches System nehmen, obwohl es Gegenwart ist. Also exteropsychisches System sind die anderen früher und heute. Und zwar, wenn man, das ist theoretisch lässt sich nicht haltbar, aber wenn man sich vorstellt, es gäbe die Möglichkeit, dass es einfach nur aufgezeichnet ist, dann wäre das die Aufzeichnung. Und man hat dabei nicht die Idee, ich habe es wirklich mit meinem ganzen anderen Sein durchgearbeitet und es ist zu meinem geworden, sondern es ist noch eine Wiedergabe. Wenn man genau hinguckt, kann man sagen, schon im Aufnehmen verarbeitet ihr, es gibt nicht einfach die Kopie. Und natürlich nehmt ihr die Dinge so auf, die eine Relevanz mit eurer eigenen Erzählung und eurer Eigenart habt. Aber all diese Systeme, wenn man die theoretisch ganz genau anguckt, das gilt auch für die meisten jungschen Systeme, die lösen sich natürlich einfach in nichts auf. Aber das ist ja nicht die Aufgabe von solchen Schemata, jeder Differenzierung standzuhalten, sondern in einer bestimmten Brennweite vernünftige Beschreibungsfiguren abzugeben für einen bestimmten Zweck. Wenn ich aber eine andere Brennweite brauche, dann jedes Konzept dieser Art hat einen Schärfebereich, einen Unschärfebereich und einen Unsinnsbereich. Und man sollte darauf achten, dass man sich möglichst wenig im Unsinnsbereich bewegt. Und um zu wissen, wann man im Schärfebereich ist und wann man nicht im Schärfebereich ist, muss ich die Art der Beleuchtung, der Brennweite des Konzepts verstehen. Also das wäre das exteropsychische System. Und dann hat man bezogen auf das bin ich unterschieden von das war ich früher. Und das ist dann das archäopsychische System, wobei sehr fraglich ist, wann früher ist. Ist gestern schon früher oder erst vor 10 Jahren? Auch das muss einfach immer nur nach pragmatischen Gesichtspunkten unterschieden werden. Und das neopsychische System ist, das bin ich auf dem Stand meiner heutigen Entwicklung. Also das würde heißen, das ist der TA-Lehrer, der ich heute sein kann und nicht der, der ich vor 20, und dass ich jetzt nicht, ich habe ein Video da, wie ich Antreiber vor 20 Jahren vorgespielt habe, das wäre dann archäopsychisches System. Und wenn ich es heute spielen würde, wenn ich nicht einfach mich von damals kopieren würde, wäre das neopsychisches System. Und von daher eigentlich ein recht definiertes System, zumal man gesagt hat, es ist ein ganzes System. Also was dann alles ins exteropsychische System gehört, das kann sehr weitgehend betrachtet werden. Nur die tollen, pragmatischen Amerikaner, mitgetriggert von diesem vereinfachten psychoanalytischen Verständnis und einem bürgerlichen Verständnis von Vater-Mutter-Kind-Interaktion, haben eben daraus diese Verkürzungen, die für viele Situationen auch pragmatisch nützlich sind, gemacht, nämlich Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kind. Das Problem ist, dass solche Götzen sich schnell verselbstständigen. Also ich sehe, das ist nicht eine Ikone, die für einen Moment eine bestimmte Art meines Verständnisses repräsentiert, wenn damit nicht das lebendig ist, was ich meine, muss ich sofort die Ikone wegtun und gucken, welches Bild stattdessen besser wäre. Und wir alle neigen dann zur Verdinglichung und zum Götzendienst. Und so hat halt dieser vereinfachte Sprachgebrauch mit der Zeit auch das Denken auf das Niveau reduziert, was nicht schlecht wäre, wenn es bewusst wäre, weil man dann jederzeit wieder ausdifferenzieren kann, wenn man es braucht. Wenn man aber jetzt einfach aus allen Analysen ein Spiel von drei Ich-Zuständen macht, reduziert man die Wirklichkeit, die man damit erfasst, enorm. Und es entsteht einfach eine Gefahr einer gewissen Verblödung. Also dass man eben entweder in aller Wirklichkeit nur den Ausschnitt beleuchtet, weil man dafür das Modell hat und durch drei Ringe guckt.